der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Oh mein Gott, Leute, was hat wohl die Synchronstimme von Qui-Gon Jinn hier wohl alles vor? Hier bei Assassin's Creed Unity! Ja, unsere Aufgabe natürlich aus dem Gebiet fliehen, das ist das eine, was wir tun müssen. Nur es sind eigentlich noch ein paar andere Typen, ganz toll. Natürlich auch noch was anderes, und zwar nicht nur hier direkt raus fliehen war, sondern auch müssen unbedingt Elise retten, denn sie soll scheinbar das nächste Angriffsziel sein, obwohl sie auch eine Templerin ist, sobald ich nicht ganz durchblicke. Was soll das bedeuten? Ich habe gar keine mehr. Okay, ja, letzte Party ist für mich schon ein paar Tage, also war ein paar Tage oder drei Tage her. Kann sein, dass ich da verpennt habe, dass ich halt, naja, gar keine mehr hatte. Wäre natürlich gut möglich. Gut. Aber warum haben wir noch? Wie sieht es genau aus? Das sind drei Typen. Ja, also, muss was sein. Wie soll es sonst durchkommen? Sonst was? Irgendwie oben durch? Nee, geht ja auch nicht. Also, es würde natürlich schon gehen, aber wäre ein bisschen jetzt, glaube ich, selten der Loch. Oder? Da kommen wir da irgendwie. Vielleicht dort. Arno. Arno. Er will hier nicht hoch. Will man verarschen? Hier geht's, aber da drüben nicht. Das ist dann schlecht. So, Arno, würdest du bitte. Arno, Kumpel, du bist doch mein bester. Nee, bist du eben nicht. Arno ist nicht unbedingt mein bester Kumpel. Oder vielleicht wäre er schon, aber da spielen wir irgendwie nicht. Und jetzt kommen wir nicht mehr runter. Ja, natürlich zu. Könnt ihr runterfallen? Hilfe! Sag mal, was ist ein Typen um die Ecke los? Sieht da gar nichts? Fast so aus, wa? Na egal, kann ich bitte hier eine Rauchbombe hinschmeißen, denn es geht irgendwie dorthin, das wäre ganz nett. Mir das Problem schon einmal gelöst. Jetzt muss ich, wie gesagt, ihn hier raus hier entkommen und dann vor allem herausfinden, wo sich Elise verbirgt. Wer schießt's da? Wollen wir ganz kurz, muss ich ein bisschen die Mucke lauter machen. Ich höre irgendwie noch nichts. So, jetzt ist einiges besser. Komm ich hier? Hört auch nicht, gut. Dann nehme ich halt die Treppe. Ach du Scheinkleister. Stopp den Spion der Royalisten! Hä? Hier treibt sich ein Spion herum! Kein Spion entkommt, wenn ich Dienst hab! Da hinten ist scheinbar keiner, also anschleichen und Asla Vista! Hm, was ist denn da oben wieder los, ey? Echt? Wo denn? Keine Ahnung. Okay, tschüss. Berserker klingen. Interessant, Hilfe. Fangt ihn. Dort hinten wäre noch eine Variante, aber für die Typen kommen direkt auf mich zu, wa? Lass den Spion nicht entwischen. Wo bist du, mich haben wir doch schon längst über alle Berge. Oder auch nicht. Toll. Ich könnte jetzt natürlich theoretisch... Hier treibt sich ein Spion herum. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Wollen wir ganz kurz? Zum Namen Gegner. Ganz toll. Du kommst nicht, du Made. Ausgänge sicher. Ich sehe dich! Hä? Was war's gerade wieder? Wohl nur einmal zustellen und es irgendwie dreimal getan, na dann schlecht. Sonst jetzt so will ich es doch irgendwie kopieren, komm schon! Ja, das andere. Kann ich tote Körper eigentlich nicht irgendwie inspizieren? Nö. Geht irgendwie so gesehen nicht, hey, na egal. War der Sinkpunkt, wäre es eigentlich lieber nicht jetzt... Ja, geht doch. So gehe ich mal, wa? Frage ist zwar, wo komme ich jetzt hier raus? Weil überall sind die Türen irgendwie... Ich hoffe, dass die regulär aufgeht. Ah ne, das war ja die Tür.
Und genau, das haben wir natürlich auch befürchtet. Egal. Die hält aber echt nicht lange. Stopp den Spion der Royalisten! Hä? Ja, dort und jetzt komm schon. Das war so lang, um aufzuladen. Hm. Der war ja dort drüber, weil ich reingekommen bin. Nein, Arno, bitte nicht. Arno. Ja, die Stange ist einfach zu präzise. Vor allem, wenn du rennst, da ist. Du hast wirklich alles verloren. Das deaktiviert habe ich das hier, von dem her würde man sagen, direkt weg hier, wa? Der Spion ist noch hier und dann kommt, wenn ich Dienst habe. Was? Jeden Dienstag? Ah, wenn er Dienst hat, der hat verstanden. Dienstag. Nun gut, raus wären wir. Perfekt war es zwar nicht, aber wir haben keinen Aufsehen erregt. Soweit mal zu Plan Nummer 1. Belohnungen, Dankeschön. Und weiter geht's im Text. Wenn wir schon mal bei, Entschuldigung, oder gar nicht bei unverbrauchten Sync-Punkten sind, 3 habe ich wieder, aber Charakter anpassen ist, was ich eigentlich vor allem will, ist, eigentlich wollte ich mehrere Dinge, wa? Auffüllpunkte wären vor allem cool, oder Geldbeutel, wobei ich da halt doch eher, das hier haben wir, wobei, wie gesagt, 6 Stück brauchen hier sogar 9, aber es wäre halt so geil, das bereits zu haben, oder sag mir einfach, komm, ich lasse mir noch, und, Gemeinschaftssinn. Und behalten wir den Multiplayer noch auf. Wäre ja auch noch eine Variante. Doppelattentat natürlich geil, aber irgendwie nicht unbedingt nötig. Mit Rauchbomben schaffen das auch so. Also doch besser noch für andere Fähigkeiten aufbehalten. Ja, ich gehe jetzt in die falsche Richtung, kann das sein? Templerüberfallschwierigkeit 3. Oh, naja, wird schon gut gehen. Habe ich gerade irgendwie, würde gerade irgendwie sagen, Schnellreisepunkt, aber so wie man natürlich kennen, nicht. Nö. Wie könnte es auch anders sein? Gut, ist sowieso nicht weit weg von dem her. Ganz weg wieder zurück. Ja, so wie dazu ein Gebiet zu verlassen. Jetzt geht natürlich wieder schnurstracks drauf zu. Naja. Wie ein Ninja gleiten wir über die Dächer von Gotham City. Ah, ne, war ja bei Batman. Was haben wohl die Templer über. Man, ja, sie ist von wegen, dass Elise irgendwie noch die andere Garde um sich scharen könnte. Also, sprich, es gibt irgendwie wohl schon 2 bis 3 verschiedene Fraktionen unter den Templern. Was so gesehen natürlich schon interessant ist. Ich schätze mal, dass er für Lees Vater halt der große Anführer war von allen. Und jetzt, dass er tot ist, spalten sich die Gemüter, beziehungsweise halt, es stellt sich halt die Frage, wer könnte der nächste Großmeister werden oder halt der nächste große Anführer? Lees natürlich als seine Tochter, wenn sie dann einen gewissen Zusprecher hat. Das ist natürlich durchaus möglich, dass sie die besseren Karten für einige hätte und dass man sie halt dadurch natürlich aus dem Weg schaffen möchte. Was ich gerade mit Arno treibe, aber keine Ahnung, ich steuere nur ganz leicht drauf zu. Ja, also eigentlich von der Story her und so und von der Grafik her finde ich das Spiel ja geil. Einfach, also wirklich stört, ist wirklich gesagt, das, die Steuerung an und für sich. Na, PS4 selbst im Controller kann es nicht liegen, aber auch schon andere PS4-Spiele gezogen, auch schon das eine oder andere von Let's Play, Let's Taste zum Beispiel dort noch. Diablo 3, oder? Reaper of Souls, und das spielt sich doch um einiges angenehmer. Tja, ich überlege gerade wegen dem Pfeil, wobei wir haben BSR-Klingen, wir haben Phantom-Klingen, wobei nur eine, hehe. Bin ich gerade viel? Ich habe gar keinen, war irgendwie Aufladepunkt hier in der Nähe? Hier wäre ein Geschäft gewesen, natürlich voll dran vorbei. Ja, so ein Hirsch. Egal, geht auch so. Natürlich können wir wieder zurückgehen, Leute, aber erstmal ist der erste Part sowieso schon vorbei und zweitens habe ich jetzt echt keinen Bock drauf.
Ich will Elise wiedersehen, die schöne rothaarige. Rothaarige Franzosen. Sieht man irgendwie auch selten, wa? Ja, und jetzt willst du einfach hier reingehen, Arno. Als Assassine. Das ist doch nicht schlecht, ey. Mir ein Level zu erhöhen, nicht nötig, wir schaffen es auch so. Schwierigkeit 3, okay, manchmal einen liberalen Umhang. Nur von 1, nur von 2, alles klar. Elise im Begriff, in einen Hinterhalt der Templer zu laufen. Sie muss gefunden, um vor dieser Untat gewarnt werden. Also, so schreibt man Elise hier. Interessant. Unverbrauchte Zielpunkte, neues Ziel Elise finden, alles klar, und es scheint, ist sie dort hinten, wa? Also geht's noch weiter hin, okay, kein Problem, zipp, 142 Meter, das kriegen wir hin, irgendwelche Feinde in der Nähe, sieht nicht so aus, machen wir ganz kurz einen Abflug. Und wie ich gerade sehe, haben wir irgendwie 8000, genug davon? Von 8000 Credo-Punkten sieht fast so aus, wa? Weil man ganz kurz und vielleicht schon 8000 ist, das Fund sogar das Maximum wäre. Wäre es noch ganz passend, das irgendwie halt doch anzupassen. Sprich, halt ausrüsten und so, weil es ein Upgraden kann ja nie schaden. Wenn das ausgerüstet, kann ich aber nicht verbessern, das ist natürlich doof. Das könnte ich kaufen für ein paar Francs, aber wieso? Das kann ich verbessern. Naja, wieso nicht? Als ob es schon was bringt. Ist gar nicht ausgerüstet. Tja, dann natürlich erst recht nicht. Schwer brauchen wir auch noch nichts. Pistolen. Ausgerüstet wäre die, verbessern geht auch nichts mehr. Doof. Das würden wir nach und nach noch gehen. Die brauchen wir auch nicht. Wie sieht es mit der Ausstattung aus? Sprich. Farben anpassen könnten. Dachte gerade. Vielleicht kann das noch irgendwie. Ich habe das ausgerüstet. Ja. Okay, mal gucken, wir es damit. Schleichen. Oh, sehr viel mehr. Dafür ist alles andere schlecht oder was? Natürlich hier viel Gesundheit. Das würde ich schon gerne beibehalten, wenn ich ehrlich sein soll. 4900 Franc, ey. Alter, das ist ja schon krass, wenn du so überlegst. Was Cooles mit. Ah, das wäre noch was. Handgemachter mittelalterlicher Umhang. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Jetzt im Besitz. So, ganz kurz verbessern. Der sieht doch einigermaßen schick aus, war auch nicht so teuer. Von dem her passt wie angegossen. Sagen wir das. Da haben wir Gesundheit. Alles andere, was natürlich mehr Gesundheit hätte, wäre dann schon wieder mal zu teuer. Teuer, euer, euer. Ne, komm, lassen wir es so. Jo, hat Style. Elise, halte durch. Wir kommen. Vorausgesetzt das Spiel lässt natürlich, weil ich habe jetzt irgendwie das Gefühl von der Musik her, dass das noch ein anderes Thema werden könnte. Das war knapp. Mein Geschmack zu knapp. Da hinten sind ein paar. Na toll. Hab ich gar nicht so geschnallt. Oh, jetzt kommt da noch einer. Toll. Was? Kopfschüsse? Will ich mal verarschen? Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafreniere? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre dich später.
Jetzt aber ganz schnell. Alter, das ging so schnell, ich kann irgendwie reagieren, beziehungsweise, ja, ich weiß, ich stand was im Kopf schießen, aber auch nicht ganz hingekriegt, wie ich so wollte. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los! Mann, da kommt gar nicht dazu. So schlecht sind die nicht. Genau in dem Moment, wo ich irgendwie kontern will, kommen die zuerst. So, jetzt kannst du nochmal. Na, come on, come on. Los, gefällt's meine Riesenruhe! Darf ich noch plündern, wenn ich darf? Dankeschön. Weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Sie können nicht weit sein! Yo, Elise, will mal sagen, du wartest hier, wa? Vielleicht ein paar davon überraschen. Die Frage ist, wie überrascht die zwei? Unten durch und dann direkt killen, das wäre wohl eher Doppeltate. Tollen Skill aber noch gar nicht. Mann! Kopfschüsse. Natürlich schon die Frage ist. Ah, geht gar nicht, okay. Komm, ist was? Solange es nur zwei sind, nicht direkt. Ich dachte doch vier, ist es ja kein Problem. Du. So, danke schön. 50 Franc. Was haben wir noch Schönes? Betäubungsbomben, kann man schon ansehen im Pfeile. Auch keine, gibt's nicht, ey. Wo sollen wir lang? Erstmal irgendwie alle killen, wenn's geht. So, einer weniger. Ja, wo sollen wir lang? Das ist eine gute Frage. Da wäre es mir nicht am klügsten, können wir aber jetzt. Komm ich hier irgendwie? Nein, natürlich nicht. Wo lang? Ich überleg doch schon. Verdammt, da gibt's doch einfach nichts. Was hast du, Kumpel? Was hast du? Nix. Dort können wir entkommen, wa? Sieht mir so aus. Boah, wie komm ich? Okay, da hätten wir, so wie es aussieht, nur drei Stöhr, nur drei vor allem. Hä? Die Kopfschüsse, wa? Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Nö, vielleicht nur, man hört uns gleich. Oh mein Gott, hier was um alles Amt nochmal! Nö, natürlich nicht. Hast dich doch nicht in Luft aufgenommen. Du gehörst mir! Oh, das war knapp. Hä? Arno! Was hat er gerade gemacht? Die wollten angreifen, er haut einfach irgendwie ab. Ja, Elise ist definitiv eine Frau, die weiß, wie man sie verteidigt. Ist ja schlecht, ey. Gut. Sonst Elise, alles klar bei dir? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Wenn ich es nur laut genug sage, habe ich hoffentlich irgendwann doch einen Plan. Die patrouillieren da, das ist schon mal sehr gut. Aber unterschiedlich und dann natürlich sehr schlecht. Denk mal, der wird am schlimmsten sein von allem. Booms! Wie kommen wir hier wieder raus? Komm hier rüber, Elise, Elise! So, dankeschön. Ihr seid nur Ballast. So wird euch zermalen und ausspucken. Der hat nicht mehr viel Werb. Elise, kommst du mit mal her? Wo lang? Was? Hier geht's auch nicht hoch?
Was für ein scheißer Ort. Okay, wenn es so angeht, dann kann man es mal hier rüber bitte schon erließen. Dann muss ich irgendwie improvisieren. Okay, das ist auch nix. Wo sollen wir lang? Ja, überleg doch schon. Ja, wer ist mit hier mit? Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Okay, nimm's den linken, ich nehme den rechten. Was nun? Zu viel, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erledigen. Schalten wir sie aus, leise. Hast du eine junge Frau gesehen? Groß, rotes Haar? Ich glaube, das waren alle. Soweit gut. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Elise, wo bist du hin? Mann, ich sehe dich gar nicht mehr. Hast du eine junge Frau hier langkommen sehen? Nein, tut mir leid. Ja, sie ist irgendwie fleißig, muss man ja lassen. Warte, schützen! Ich sehe sie. Vielleicht hast du vom Dach aus bessere Sicht. Wir sollen langsam ein paar Bein, Leute. Hilfe, Elise, lässt mich einfach nicht. So geht's gar nicht, dann schlecht. War ein Kopfschuss, hallo? Na, scheinbar doch nicht. Elise, wieso nicht Black gemacht hat direkt neben dir? Menschenskind! Hä? Macht der Typ? Mann, auch nur bisschen. Dann schlecht. Wollte den gerade direkt killen, aber ging ihm nicht. Hm. Was? Das war der letzte von ihm. Lass uns verschwinden. Mann, oh Mann, oh Mann. Was für Logik fehlt dahinter? Nicht weit sein. Findet sie! Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Das führt dich auch, und zwar um etwa einen Tag, wie ich schätze. Wieso? Ganz einfach, weil er zuerst mal ein Part beenden muss. Leute, bis weiter geht's. Morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.